Moin Chiu und herzlich willkommen zum Opening des Adventskalenders 2019. Ich glaube, seit letztem Jahr ist Konami so richtig wieder heiß drauf geworden, Adventskalender zu machen. Der letztjährige war ja so riesig, dass der ja gar nicht in meine Preview gepasst hätte. Das hat mich dann so ein bisschen inspiriert, einmal das Thumbnail für das entsprechende Video ändern zu müssen, weil es ging nicht anders, aber auch entsprechend auch diese Intros hier allgemein für euch einzusprechen, weil ich fand das ein bisschen blöd, immer wenn ich mal hinter der Kamera gequatscht habe über das Produkt, anstatt halt quasi mit dem Produkt zusammen vor der Kamera euch ein bisschen zu erklären, worum es eigentlich sich dabei handelt. Deswegen kleines Dankeschön nochmal an Konami für den letztjährigen Adventskalender, der hat ein bisschen mein Format geändert. Und Konami dachte sich halt jetzt mal, ey, wir haben ja so sporadisch 2011, 2014, dann jetzt 2018 Kalender gemacht, jetzt machen wir 2019 gleich nochmal einen hinterher. Und machen das Ganze so von der Verpackung her so ein bisschen Kuribo getämt, aber diesmal auch zweiseitig, weswegen das Ding halt auch nicht mehr so riesig ist, was auch wundervoll ist. Ja, für alle, die sich jetzt wundern, ja, wir machen einen Adventskalender wieder mal vor Weihnachten auf und beziehungsweise vor den Adventstagen. Das ist der Sinn und Zweck dieses Videos. Also ich glaube, letztes Mal waren einige verwirrt, warum ich das aufmache, aber viele haben sich das angeschaut, weil sie sich einfach vorher vorab informieren wollten, ob sich das lohnt halt für seinen entsprechenden Kinder oder Bekannten halt so ein Ding sich ranzuholen. Dafür machen wir halt dieses Opening. Ich möchte jetzt in diesem Intro euch nicht spoilern, worum es geht. Ich habe versucht, mich auch selbst komplett von den Spoilern wegzuhalten. Hab's auch geschafft. Und dann wurde ich einfach blind direkt bei Ollis gespoilert, weil ich das Ding halt oben gesehen habe. Und wurde dann gespoilert über den Inhalt, der sich hier drin befindet. Vielen Dank dafür schon mal. Eigentlich wollte ich das Ding blind aufmachen, wie wir es sonst halt auch immer machen. Wird jetzt ein bisschen anders werden, aber mehr dazu halt wirklich jetzt in dem Opening, falls jemand jetzt wegschalten möchte und nicht wissen möchte, worum es sich eigentlich in diesem Adventskalender handelt und was da drin ist, der schaltet weg. Ansonsten dranbleiben. Checken wir mal, was da so drin ist. Ja, einige würden sagen, ich mache das Ding viel zu früh auf. Da würde der Einzelhandel einem aber doch sehr deutlich widersprechen, denn bei dem beginnt gerne schon die Adventszeit und vor allem Weihnachten schon gerne gegen Ende August. Konami war sich dem aber nicht zu schade und hat das Ding Ende September released, weswegen wir das ja quasi hier einen Monat später aufmachen. Und ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir das Ding hier aufkriegen und dass wir dann hier das Unboxing starten können. Ah, perfekt, Fingernägel haben geklärt. Für alle, die sich wieder unten in den Kommentaren aufregen mit: Oh, Großmutter, warum hast du so lange Fingernägel? Damit ich dich besser fressen kann. Ist nicht die Standardantwort, sondern wir machen Musik. Ich spiele Gitarre, deswegen sind einige meiner ausgewählten Fingernägel länger als die anderen. So, dann schauen wir mal, was uns in dem Ding erwartet. Und es wird ein Spaß sein. Wir werden wahrscheinlich eine Menge hin und her drehen. Weil wir müssen immer halt gucken, dass wir auch das nach der Reihenfolge natürlich aufmachen. So. Wie ich gespoilert wurde und worum es allgemein in dem Kalender geht, werde ich euch jetzt hier nicht erklären, das machen wir am Ende des Videos. Wir schauen uns einfach mal an, was in Tag Nummer 1 jetzt denn drin ist. Da können wir ihn aufmachen und da haben wir den klassischen Kuribo als Ultra Rare. Willst du mal fokussieren? Nice. Hatte er schon eine Ultra Rare Variante? Das ist eine gute Frage, ich weiß das ehrlich gesagt nicht, ich glaube noch nicht. Das ist eine der ältesten Handtraps, die es in Yugi gibt. Vielleicht nicht die relevanteste hier gewesen. Aber trotzdem sehr cool. Dann würde ich sagen, gehen wir in Nummer 2. Da müssen wir wieder wenden, wahrscheinlich. Da haben wir hier. So, da haben wir Vervielfachen. Das kennen wir ja alles gut aus dem Anime. Das waren ja noch die erste Staffel. Na komm, fokussier mal. Die erste Yu-Gi-Oh! Staffel, wo unter anderem Kaiba damit genervt wurde mit Vervielfachen und dem ganzen Kuribo, damit er da nicht durchkommt mit seinem Blue Eyes Ultimate und Blue Eyes White Dragon. Jetzt kennen wir noch alle aus Duelist Kingdom. Als Super Rare, okay. Das heißt, bestimmte Karten sind Supers, bestimmte andere Karten sind Ultra Rares. Interesting. Dann gehen wir mal zur 3. Die müssen wir schon wieder mal drehen hier. Da haben wir die hier. Geht das immer hin und her? Ich glaube nicht ganz, weil hier zum Beispiel 5 und 6 hintereinander sind. Da haben wir, sehr cool, eine Kuribo-Spielmarke. Die waren das letzte Mal rausgekommen in der Legendary Collection 4 Joey's World, soweit ich mich erinnere. Da waren unter anderem, glaube ich, die Kuribo-Spielmarke. Wo waren die denn nochmal? Da waren ja die Sündenbock-Tokens drin gewesen. Waren da die Kuribos auch mit dabei? Die waren auch irgendwo dabei. Oh Gott, kann ich mich schlecht erinnern. Sehr cool. Passend zu Vervielfachen. Sehr cool. Dann gehen wir zu 4. Ich glaube, langsam kriegt er so ein bisschen so das
ne, den Jazz mit so, worum es hier so ungefähr geht in diesem Adventskalender. Da haben wir den durchsichtigen Kuribo, Clear Kuribo. Ich glaube, der kam als Ultra Rare aus in dem Movie Pack und jetzt gibt es ja auch noch Gold und bald ein Secret. Sehr cool. Für den habe ich bisher noch nie einen Einsatzzweck gesehen. Es ist gegen Burn-Stuff quasi. Ich nehme an, dass wir hier auch noch ein paar wirklich meta-relevante Kuribos vielleicht noch hier mit rausziehen werden. Dann würde ich sagen, gehen wir zur 5. Das geht dann wieder einmal umgedreht. Da haben wir die 5 da oben, die 6 dann da unten. Das heißt, es geht, bleiben wir mal so ein bisschen auf der Seite. Da haben wir den geflügelten Kuribo Level 9. Ui. Der hat es aber nicht geschafft, hier sauber rauszukommen. Bin gespannt, ob die hier oben ein bisschen beschädigt worden sind. Lol. Ah. Der 2011er Kalender lässt grüßen. Manchmal kommen die Karten halt nicht so ganz heile durch. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, den gibt es in Ulti und in Rare, wenn ich mich recht entsinne. Oder war der nur im Duelist Pack gewesen? Oh, ich kann mich vielleicht nicht entsinnen. Das war... Ja. Ich glaube, da gab es auch irgendwie so ein OTK, wo er sich einfach in die gegnerischen Monster reinrammt und dann gewinnt man das Game. So, dann gucken wir uns mal in die 6 rein. Da haben wir, Sabathiel, den Stein der Weisen. Das ist die Karte, wo man gefühlt wieder rüber im Grave hat, ne? Genau. Und diese Pulli dann kriegt. Sehr cool. Auch als Super Rare. Bisher ist nur der Kuribo selbst Ultra, der Rest ist bisher nur Super Rare. Interesting. Dann gehen wir auf die 7. Da haben wir Berserker-Schlag. Berserker-Crush, ich glaube, die war auch als Super-Rare rausgekommen. Original in Hidden Arsenal 1, glaube ich. Da kann man den geflügelten Kuribo noch mal ein bisschen... ja, pushen. Oder, ja, umändern. Sehr cool. Ich bin nicht so der Experte, was Kuribo-Karten angeht. Deswegen kann ich nicht zu allem etwas sagen. Aber für alle, die vielleicht Kuribo-Fans sind oder Kuribo-Experten sind, die können dann wahrscheinlich ein bisschen mehr... Wohlwollen der Karten entgegengeben und auch ein bisschen mehr verstehen, was die eigentlich machen. Hier haben wir jetzt den Gerümpel-Kuribo. Gar nicht so alte Karte. Ich muss mich kurz erinnern, war der eine der Promos in Breakers of Shadow Special Edition? Ich glaube ja. Da war mal, glaube ich, eine Manga-Promo, wenn ich mich recht entsinne, glaube ich. Und war dann in der Breakers of Shadow, glaube ich, oder Shining Victories Special Edition, irgendwie die Promo mit dabei gewesen. Auch super rare. Ist auch schon wieder gegen Monster, gegen Effektschaden. Achso, das ist wieder ein Monster-Effekt und das ist allgemein, okay. Sehr spezifisch, muss ich sagen, sehr spezifisch. Dann gucken wir mal in die 9 rein. Ich bin halt echt so, ein paar Kuribos kann ich ein bisschen, andere eher so ein bisschen weniger. Dann haben wir den Kurivolt, das ist der Kuribo für Sechsel gewesen. Kam in, wurde ein Shockwave, glaube ich, raus? Irgendwie so die Richtung. Und dann ganz cool. Damit kann man so ein bisschen Karten spammen, indem man halt Xyz-Monster die Xyz-Materialien abhängt. Dann kommen wir zur Nummer 10. Da haben wir... Wo ist die 10? Die ist da oben. Da bin ich mal gespannt, ob die heile sind. Regenbogen-Kuribo. Das ist eine Karte, zu der ich ein bisschen mehr erzählen kann. Kam in Legacy of the Valiant als Secret Rare raus. Ist, der Kuribo für Arc 5 quasi. Und, ja. Ja, obwohl in Arc 5 kann man ja gar nicht sagen. Das kann man noch gar nicht raus. Sorry, das ist ja quasi Ende von Sechsel gewesen. Legacy of the Valiant war das vorletzte Set für Sechsel. Und, ist eine gute Handtrap, aka Graveyard Trap. Ich habe das Ding gesehen, es wurde zuerst gehypt. Man hat das dann später tatsächlich ein bisschen in lichtverpflichtete Varianten gespielt, weil die kann man gut millen. Er kann quasi zweimal schützen, wenn man ihn aus der Hand benutzt. Aus dem Grave kann halt noch einmal schützen. Ist eine sehr coole Utility-Karte und ist auch schon einer der besseren Kuribos, die auch so ein bisschen Play gesehen haben und gar nicht mal so schlecht ist. So, dann gucken wir uns mal die 11 an. Da haben wir, da haben wir einen sehr guten Kuribo. Das ist hübsch. Das einzige Problem ist, war das in Dual Power? Ich glaube, in Dual Power war der auch in Ultra Rare drin. Hat jetzt nochmal ein Ultra Rare Reprint bekommen. Das ist ein bisschen schade. Also ich hätte ihn schon fast hier dann lieber als Super gesehen, damit er eine Alternativ-Rarity hat zu dem, wo er letztens reprintet worden ist. Ist aber bei weitem, die beste Karte bisher, die wir hier gezogen haben, was Spielbarkeit angeht. Der ist halt wunderbar in allen Decks, die irgendwie in Stufe 1 mit drin haben. Und meistens können viele Decks dieses Ding halt sehr gut benutzen, indem sie halt ihren Link
Einser Linkuribo beschwören, indem sie halt das Level 1 Monster weglegen. Und meistens kann dieses Level 1 Monster irgendwas im Friedhof, wenn es also entweder kann es etwas im Friedhof, oder es ist wichtig, dass es im Friedhof ist, oder es aktiviert sich, wenn es vom Feld auf den Friedhof gelegt wird. Und deswegen ist die Karte eine sehr gute Utility-Karte. Und mit seinem Fall nach unten blockt man sich auch nicht seine extra Monster-Zone, nur erlaubt halt weitere Plays einfach machen zu können, was ziemlich cool ist. Dann schauen wir uns mal die nächste an. Das ist schon sehr gut. Das ist eine sehr coole Karte, finde ich gut. Dann haben wir die 12. Wo ist die? Da ist die. Linkuribo, sehr cool. Dann haben wir hier unten den Kugelkuribo. Kam in Breakers of Shadow selbst, glaube ich, als Rare raus, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Oder war das Dimension of Chaos? Ich glaube, in Dimension of Chaos kam er als Rare raus. Eine Karte, die für uns Player normalerweise relativ irrelevant ist, also der ist halt nicht so gut, weil er einfach ein gratis Monster in Death liegt, ist aber momentan in Speed Duel eine monsterstarke gute Karte. Leider hat das Speed Duel Printing nicht unten drauf, deswegen ist das Speed Duel nicht legal. Ansonsten ist das dort halt eine meta-definierende Karte, die halt eine gute Utility und sehr viel Spielstärke hat und deswegen dort halt auch sehr relevant ist und eine sehr, sehr gute Karte, was das angeht. Bei uns im normalen Game eher so. Eher weniger. So, dann kommen wir zur 13. 13 ist meine Lieblingszahl. Oh Gott, mein Kalender hat auch wirklich hier so eine richtige Beule von der Seite. Ich hoffe, das hat dann nicht auch noch irgendwas von der Seite erwischt. 13 ist Lieblingszahl. Da haben wir Aufgekorebo. Die Karte finde ich interessant. Ich glaube, die war auch super rare gewesen in einem der Special Editions. Oh, lass mich überlegen. War das eine Dark Illusion oder so? Oh, das ist schwierig, dann die ganzen Kuribos mal dazu zu teilen, aus welchem Set die kamen. Die finde ich cool, weil die kann man in einigen Decks benutzen, die halt entweder Tribut getämt spielen. Wahrscheinlich nicht so in sowas wie Priesterlich, aber ich kann mir vorstellen, dass irgendwann vielleicht ein Deck kommt, wo man das ein bisschen besser benutzen kann. Vor allem ist aber so, ja, alle Decks, die sich rund um Tribut drehen, ist diese Karte nicht so schlecht? Ich kann mir vorstellen, dass irgendwann mal, wenn ein Unterwäldler-Ritualdeck kommt, dass vielleicht auch sein Effekt im Friedhof irgendwie, ja, sinnvoll halt vorbereiten kann, um weitere seiner Strategien auszuquetschen, dass der vielleicht noch gut wird. Also den finde ich nicht so schlecht. Ich liebe es, dass er halt eine Karte zieht und der funktioniert halt mit meiner Lieblingsbeschwörungsart, nämlich Ritual. Dann gucken wir mal in die 14, die schon so halb offen ist. Da haben wir einen Kuriborn. Yeah. Zu dem kann ich absolut gar nichts sagen. Wo kommst du überhaupt her? Aus welchem Set? Boah. Gute Frage. Nächste Frage. Interesting. Die Karte ist gar nicht mal so schlecht vom Effekt her. Was macht ihr denn diese Karte? Ihr könnt es einfach nachlesen, indem ihr Pause drückt. So, wir haben halt nicht auch den ganzen Tag hier Zeit, einfach nur das Opening und die Karten zu erklären. Gucken wir, was in der 15 drin ist. Ihr wollt ja eher wissen, was da drin ist und nicht, was die Karten genau selbst machen. Ansonsten erkläre ich euch so ein bisschen. Detonieren. Ich glaube, das ist die zweite Karte, die neben Berserker Crush, Berserker hier Schlag, mit in der ersten Hinasenwelle war. Detonieren. Womit man Karten halt zerstören kann in der Anzahl der Kuribos, die man halt bei sich selbst zerstört. Als Quick-Effekt, ist ziemlich cool. Dann haben wir die 16, die ist immer wieder auf der anderen Seite. Oh, diese ständige Gedreh finde ich aber deutlich besser, weil der alte, der war so riesig. Das hat man ja nicht mal ins Bild gekriegt, das war so schlimm. Und es war auch so schlecht zu verstauen und so, das ist viel cooler. Ah, da haben wir den Kuri-Photon. Das ist eine Karte, die ist relevant gewesen. Und zwar gar nicht mal so wenig. Weil ihr Effekt ist halt, man kann sie auf den Friedhof legen, den man 2000 LP zahlt und man hält für den Rest des Spielzugs keinen Schaden. Und das war wichtig für Matchups, wo man halt gegen irgendwelche FDKs gespielt hat, die einen versucht haben, in einem Zug umzubringen, am besten noch bevor man angefangen hat. Und so konnte man sich halt schützen. Sobald er anfangen wollte, seine Combo zu machen, um dich wegzuburnen, hast du den einfach weggelegt. Und dann, dann gab es halt keinen Schaden mehr. Das heißt, er konnte dich nicht mehr burnen. Du hast zwar erstmal deine 2000 kassiert, natürlich für dein eigenes Bezahlen, aber danach konntest du halt deinen Zug anfangen und dann halt einfach ihn meistens umhauen, weil das Deck kann halt nichts außer Burn meistens. Und das war halt eine gute Side-Deck-Karte und eine gute Anti-Karte, wo man halt die 2000 bezahlt hat, um nach dem nächsten Spielzug einfach zu gewinnen. Das war halt ziemlich gut gegen diese ganzen FDK-Burn-Nerv-Decks, was ziemlich cool ist. Dann gucken wir mal in die 17. Die müsste hier sein. Das ist auch lustig, wie sie sich alle wieder schließen. So, machen wir die mal auf. Mir den Kuribon. Ah ja. Das ist aus 5Ds, glaube ich. Soweit ich weiß.
Also ich weiß, dass er in einem 5Ds Adventskalender, glaube ich, auch drin war. Das heißt, das ist quasi eine Karte, eine der wenigen Karten, die, glaube ich, doppelt drin sind. Wobei ich glaube, ein paar der Sechsel-Kuribus sind bestimmt auch nochmal in dem Dings drin gewesen. Sehr cool. Ich glaube, der Kurifoto, ich weiß gar nicht, wo der drin war. War der in der Sechsel-Collection denn damals drin? Als Ultra-Rare oder so? Vielleicht. Kuribon ist schon eine etwas ältere Karte. Ich weiß nicht, war die irgendwie eine Common in einem der 5D-Sets? So The Duelist Genesis-ish, würde ich mal sagen. Habe ich so ein bisschen die Erinnerung. Dann kommen wir zur 18. Da muss ich schon wieder mal drehen. Da haben wir... Ach, der Grünemeier würde ich auch dann sagen. Zeig dir nicht, was dreht. Oh, das ist wunderschön. Ultra Rare, einer für einen. Das ist eine gute generische Karte. Ultra Rare Print hatte sie bisher auch nur einmal, und zwar in der Legendary Collection 5Ds. Das ist die, die ich auch selbst spiele. Nochmal eine Ultra Rare dafür finde ich sehr, sehr cool, weil diese Karte ist super gut für alle möglichen Decks. Die ist eine super gute Combo-Starter-Karte. Man erinnere sich nur an Spioral, die halt von da aus halt ihre komplette Kombos laufen lassen haben. Und auch andere Decks wie Synchro-Decks haben sehr viel das benutzt. Das ist eine sehr, sehr gute Karte und ist auch die erste, die nicht Kuribo getamed ist. Die ist halt wirklich sehr generic, das finde ich gut. Wird es gegen Ende mehr generic? Das wäre interesting. Wobei der Link-Kuribo natürlich auch noch sehr generisch ist, eigentlich könnte man sagen. Dann kommen wir zu 19. Ups, da hauen wir mal einmal gegen die Kamera. Die 19 haben wir hier drüben. Da haben wir... jetzt kommen ein bisschen Spice rein hier. Nice. Jetzt kommen auch Ultras. Kuribandit. Eine Karte, die wir 2014? War das 14? Ja, mit Dranks of Legends. Mit dem ersten Dranks of Legends kam er als Secret Rare raus. Und war eine interessante Karte, weil man konnte sie spielen in Decks, wie zum Beispiel, ich glaube, man hat sie in Lightsworn Rulers gespielt, ein lichtverpflichtet Drachenherrscher, weil sie halt einem einmal eine gute Zauberkarte an die Hand gebracht hat, wie zum Beispiel diese ganzen lichtverpflichtete Draw- oder Search-Karten, die weiter millen. Und dabei halt noch die übrigen Karten auf den Friedhof gelegt haben, was halt bei Licht verpflichtet oder halt irgendwie Drachenherrschern gar nicht mal so schlecht ist und deswegen eine sehr gute und starke Setup-Karte war. Deswegen war das halt ein sehr, sehr guter Normal-Summon meistens für das Deck, sodass man halt für den nächsten Zug dann halt super Setup hatte, um weiter spielen zu können. Und deswegen eine Karte, die halt wirklich nicht Kuribo-mäßig relevant war, aber halt wirklich als gute Engine in anderen Decks relevant war. Ich bin mal gespannt, ob der vielleicht irgendwann mal wieder Sinn bekommt, weil er hat halt einen relativ... Er ist halt Win-Win quasi. Man kriegt halt theoretisch einen Spell und wenn nicht, dann mild man halt 5. Also das ist halt echt nicht schlecht. Man muss halt dafür halt sein Normal Summon meistens opfern. Kann man den specialen? Ja, den kann man sogar specialen. Also theoretisch. Nee, in diesem Stück als normal beschworen. Wenn man halt den irgendwie nochmal normal beschworen bekommt in einem Deck, wo man halt nicht die Normalbeschwörung so unbedingt braucht, finde ich den gar nicht immer so schlecht. Gut, das war die 19, dann kommen wir zur 20. Die ist direkt auf derselben Reihe. Dann haben wir die Flöte der Kuribo-Beschwörung. Das ist eine Karte, die halt wirklich, wenn man Kuribus spielt, dann spielt man die, weil damit holt man sich halt all das, was man braucht, gerade für seine Kombos. Ich glaube, das war mit Geflügelter Kuribo dann, den haben wir auch noch gar nicht gezogen übrigens. Wir haben nur den Geflügelter Kuribo Level 9. Nehmen wir an, dass der gleich auch noch kommt. Das ist dann der GX-Kuribo, der uns dann noch fehlt, womit man halt dann sein Kuribo-Deck bauen kann. Ich weiß noch, damals gab es irgendwelche komischen Builds, die dann damit halt irgendwie Kombos gemacht haben. Okay, das ist schon wieder nicht so ganz generisch. Hier mit den 23 und 24, dann nehme ich an, ist die 21. Und, naja, die 22 ist auch hier. Das heißt, noch die 21 befindet sich auf der anderen Seite, die wir noch nicht aufgemacht haben. Da haben wir den Geflügelten Kuribo. Ha, haben wir gerade über ihn gesprochen. Jadens eigener Kuribo, unser GX-Kuribo. Ist auch cool. Ist quasi Kuriphoton vom Spielfeld. Also Kuriphoton ist der aus der Hand und der ist quasi vom Spielfeld. Aber halt nur auch für Kampfschaden. Der ist halt für, ich glaube, allgemein Schaden. Also für beide Arten von Schaden. Aber das ist bei ihm gar nicht mal so schlimm, weil man kann ihn halt mit der Flöte der Kuribo-Beschwörung halt auch direkt aus dem Deck specialen. Das heißt, wenn der Gegner den irgendwie auf den Friedhof knallt, dann bekommt man keinen Schaden mehr. Gut, damit haben wir die erste Seite durch. Und gucken uns noch die andere Seite an, wo der Rest ist. 22, 23, 24, die hier in unserer Reihe sind. So. Da haben wir... Nochmal super rare. Transcendente Flügel. Das ist die in Kuribo Level 9... Level 10 aus dem Deck Special. Och, stimmt, es gibt noch Level 10. Dann kommt der ja wahrscheinlich noch. Dann war das wahrscheinlich nicht der 9er, den ich meine, sondern der Level 10er. Ich bin echt null Kuribo-Experte. Dann kommen wir zu 23... Da haben wir den Geflügelten Kuribo Level 10. Da ist er. Ja, genau, den meine ich.
Genau, der macht dann Schaden in Höhe der Grundartigkeit, der zerstört ein Monster zu. Und dann zerstört er alle und dann burnt man halt quasi den Gegner mal direkt tot. Das ist cool. Sehr schön. Das ist ja auch, glaube ich, GX-Karten gewesen, die zur GX-Zeit rauskamen. Okay, das heißt, wir haben nur noch eine Karte, die uns noch fehlt. Was könnte das noch Kuribo-Relatedes sein dann? Ich hab noch irgendwie gerade im Kopf, dass noch ein paar Kuribos tatsächlich fehlen irgendwie. Ha, da bin ich mal gespannt. Da haben wir... Künstlerkumpel Kuribo Bobel. Yeah. Wenn man nicht so dumm ist und mal auf die Artbox darauf achtet, dann merkt man, dass der auch drin ist. Als Ultra Rare. Sehr cool. Ich bin gerade verwirrt. Ich glaube, der ist neu, oder? Das ist wieder unsere einzige Karte, die wieder quasi neu ist in dem Kalender, oder? Der ist doch bisher noch nicht rausreleased worden. Das ist auch lustig, er sieht einem Künstlerkumpel gar nicht so ähnlich, also vom Background-Artwork her. Ansonsten sieht er aus eher fast wie ein normaler Kuribo. Ich glaube, der ist nicht so wichtig für Künstlerkumpel. Ist aber cool, dass wir den jetzt haben. Damit hat halt auch nochmal der gute Yuya auch nochmal seinen eigenen Kuribo-getimten Boy für dann sein Arc 5-Anime. Das ist der ganze Kalender und das ist auch das, was ich halt echt schade fand, als ich dann gespoilert wurde, weil ich habe mich echt darum gekümmert, dass ich nichts weiß über das Ding. Dann bin ich da bei Olli und dann sage ich, ey, guck mal, das ist ja schon der Adventskalender. Oder beziehungsweise hat jemand gesagt, da ist der Adventskalender. Und ich so, ja, der ist ja schon ein bisschen länger raus. Und dann so meinte jemand, oder habe ich ja irgendwann gesagt, glaube ich, ich möchte aber nicht überhaupt nicht wissen, was da drin ist, weil ich möchte nicht gespoilert werden. Und dann meinte halt einer, da sind doch eh nur Kuribus drin. Und ich denke mir so, Dankeschön für den Spoiler, den habe ich nicht gebraucht. Ich wollte nicht wissen, dass da einfach alles Kuribo getämt ist, weil ich dachte, es wäre nur die Verpackung, die Kuribo getämt ist und eventuell anderer Kram da drin ist stattdessen, weil letztes Jahr war das halt irgendwie hier dieser Jack Frost, also das, der beliebige Content drin sein können. Das finde ich ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz fand ich das Opening ganz cool. Wie sieht das aus? Will man sich das Ding hier ranholen? Ich glaube, für als ein Adventskalender für jemanden, der einfach auf Yugi steht, ist das nicht schlecht. Das ist einfach eine ganz coole, Yugi-getämte kleine Spielsache, die man halt hat. Adventskalender ist halt nie irgendwie sowas, was halt Mega-Meta-Blocker, ich brauche hier gerade meine geilsten Karten hier drin zu haben, Set. Wobei ich sagen muss, es ist, glaube ich, nicht so gut wie die vorangegangenen Sets. Wahrscheinlich etwas schwächer, was das angeht, aber nichtsdestotrotz ein paar sehr geile Reprints hat. Also meiner Meinung nach finde ich den Linkuribo sehr, sehr gut, für alle, die ihn aus Dual Power bisher noch nicht bekommen haben in der Ultra Rare. Und die Einer für Einen ist halt wunderschön als Ultra Rare für halt so viele Decks, die sie halt brauchen können. Das sind halt sehr, sehr gute Reprints. Und ansonsten ist das halt eher auch wieder so ein bisschen so, finde ich gut, dass so ein paar Kuribos mal halt, ne, ihrem Wohlverdienten endlich mal nach Jahrtausenden gültigen Upgrade oder Downgrade, je nachdem, in welchen Rarities die mal gekommen sind, oder einfach mal wieder Reprint, dass die halt ein bisschen mehr wieder halt, sag mal noch so schön, einmal wieder ein bisschen in den Umlauf kommen. Und ich glaube, was das angeht, hat das Set, glaube ich, nicht viel falsch gemacht. Es ist natürlich kein meta-relevantes Deck, also das kannst du keinem Meta-Spieler geben, den juckt das nicht, das wird auch kein Meta-Spieler einfach so kaufen. Aber für etwas, als kleinen Gag, für halt über die Adventszeit, finde ich das eigentlich ziemlich cool. Also, das ist auch, ich glaube, wenn man sich halt jetzt dieses Video nicht explizit anschaut und weiß eventuell, dass da die Kuribos drin sind, das kann ein richtig cooles Opening-Erlebnis sein, wenn man dann halt zu Hause sitzt, das Ding aufmacht und sich beim jeden Mal, jeden Tag, den man dann aufmacht, sich vorher Gedanken macht, am besten noch Wetten abschließt in der Familie für ein paar Schokoriegel oder so und sagt, lass mal wetten, welche Kuribo-Karte hier drin ist. Ich glaube, da kann man ordentlich viel Spaß damit haben und ich glaube, das ist auch eher so die Zielrichtung, womit man damit hinspielt. Ich finde das eigentlich ganz lustig, was Konami hier jetzt die letzten Jahre gemacht hat. Ich glaube, das könnte man thematisch halt noch auf sehr viele andere Sachen halt auch noch ein bisschen schieben, sodass man vielleicht so allgemein so einen Adventskalender als Art Reprint-Set für entsprechende Themen nehmen könnte, wo man einfach einigen Karten halt noch ein gewisses Rarity-Upgrade gibt und das halt so ein bisschen in ein weihnachtliches Gewand reinpackt. Und für alle, die jetzt sagen, das Set ist mega kacke, die Karten sind nicht so gut, das ist nicht der Punkt. Ja, wir hatten schon einen Adventskalender, der schon ziemlich gut war, den Adventskalender 2011, der halt gute Synchros drin hatte. Und der Wechselkalender 2014 war auch gar nicht mal so schlecht, für was einige Karten angeht. Aber das muss es halt auch nicht immer sein, weil im Endeffekt
geht es bei dem Kalender nicht darum, dass du jetzt hier das krasseste Deck zusammenbaust, sondern einfach, dass du Leuten ein schönes Gefühl über die Adventszeit bringst und denen halt vielleicht auch mal irgendwelche Themen und Sachen näher bringst, die vielleicht so sonst halt normalerweise nicht so auf der, ja, auf der Speisekarte von Konami stehen und allgemein halt so ein bisschen dieses Anime-Gefühl mit rüberbringen. Und ich glaube, da in dieser Sache, hat der Adventskalender, glaube ich, nichts falsch gemacht. Wie gesagt, coole Sache für jemanden, der einfach mal so blind einen Adventskalender aufmachen will und sich ein bisschen Spaß damit machen möchte, welcher Guribo ihn jetzt denn tatsächlich erwartet. Und für alle anderen wahrscheinlich eher so ein Set, wo sie sich sagen, hey, lohnt sich für mich nicht. Ja, ist dann die persönliche Meinung von jedem selbst. Das war's dann hier von mir. Ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Und für alle, die sich bereits dieses Video angeguckt haben und ihren Adventskalender aufmachen, vergiss doch einfach mal, in welcher Reihenfolge wir diese Karten gezogen haben. Und dann macht doch mal das kleine Game und schaut mal, ob ihr auch richtig erraten könnt, in welchem Tag dann auch wirklich der richtige Kuribo ist. Das war's dann hier von mir. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.